Ja, auch hier wieder, bevor es losgeht, mal ein Tipp. Also, die meisten Videos, die ich online stelle hier auf YouTube, die kommentiere ich auch, aber es gibt so Replays, da möchte ich einfach, dass ihr ein bisschen euch auf das Gameplay konzentriert. Ein bisschen guckt, ne, wie versteckt er sich, wo flankiert er und so weiter und so fort. Da ist es nicht so nützlich, wenn man viel redet. Ja, dementsprechend, ich werde euch zwei Replays jetzt hintereinander schneiden. Beides mal sehr, sehr gute Runden mit viel Damage. Auch teilweise gecarried das Ganze. Und nur mal vorab, ich wollte mich da hinten in die Ecke stellen, weil meistens stehen unsere Heavys hier. Und wenn du dann da stehst mit dem Autoloader und der Gegner versucht hier durch die Mitte zu kommen, dann kannst du von dort Flankenfeuer eröffnen. Das war so mein Gedankengang, warum ich da hingefahren bin. Wir haben auch ein paar Panzer Richtung Wald geschickt, also die Ecke dürfte auch erstmal für eine Weile safe sein. Und ja, diese Runde wird eine extrem geile Runde. Viel Damage, viel Kills, auch viel gespottet und assisted und so weiter und so fort. Ich lasse euch mit dem Gameplay, mit dem Replay alleine und dann sehen wir uns später bei den Stats wieder. Und direkt danach seht ihr auch ein TVP-Replay, auch wiederum mit viel Damage und so weiter und so fort. Also zwei Runden hintereinander. Viel Spaß bei dem Replay. Spannende, lange Runde, ne? Also schön dranbleiben und konzentrieren.
Ja, ich hatte mich hier auch leer geschossen. Hab nur noch insgesamt 8 Goldmumpeln. Oder 6. 2 sind noch im Magazin. Ja, wir sehen uns bei den Stats. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es sind 2 Runden insgesamt, ne? Bleibt bis zuletzt dran. So. 6210 Schaden, 2200 noch assisted. Dann 1231er Basiserfahrung. Aber das Ding war nur ein Master. Ich habe keinen Großkaliber. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil so viele Zehner im Gefecht waren. Da hätte ich locker 7.000, 8.000 Schaden machen müssen. Für einen Großkaliber. Dementsprechend aber ziemlich geile Runde. Und ja, vielen Dank. Abonniert den Channel. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.